eure Dashi. Willkommen bei Dashis Küchentricks. Heute zeige ich euch, wie ihr richtig Zwiebeln schneiden könnt. Mann, Zwiebeln ist echt so ein Problem. Die scheiß Dinger, die brennen ohne Ende. Aber mit meinen Tricks schafft es auch ihr, Zwiebeln zu schneiden. Wir legen gleich los. Also Leute, es gibt verschiedene Sorten Zwiebeln. Es gibt rote Zwiebeln, es gibt die normale Haushaltszwiebel. Je nach Geschmack, was ihr gerne möchtet, könnt ihr euch die Zwiebeln aussuchen. Es gibt natürlich ein paar kleine Tricks, dass die Zwiebeln nicht so brennen. Und die zeige ich euch. Das Allerwichtigste ist erstmal, ihr habt ein sauberes Küchenbrett und eine coole Unterlage, damit euer Brett nicht verrutscht. Ganz wichtig ist, stellt euch eine Schüssel mit Wasser zurecht, für die es die ganz nicht mehr aushalten, dass es brennt. Zwei scharfe Messer, Küchenmesser, das ist das Allerwichtigste. Und dann legen wir los. Okay, ihr nehmt eure Zwiebel. Ich habe mir ein Abfallbehältnis zurechtgestellt, damit wir diesen Abfall gleich daneben stellen. Und ihr fangt an, eure Zwiebel, die Abschnitte rechts, links abschneiden, die Zwiebel schön ringsherum pellen. Dann sieht sie so aus. Wir legen unsere Zwiebel schön auf unser Brett. Jetzt kommt die Schnitttechnik und ganz wichtig ist, dass das Messer scharf ist. Je mehr scharf das Messer ist, desto schöner könnt ihr schneiden und die Zwiebel brennt weniger. Also das ist meine Theorie. Also ich denke, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, dass die Geräte einfach scharf sind. Wir fangen an. Schnitttechnik heißt, ihr arbeitet euch an euren Fingerspitzen. Ihr haltet sie so an den Fingerspitzen entlang, damit ihr euch nicht schneidet. Also eine Zwiebel durchschneiden. Ihr seht schon, mein Messer ist sehr schön scharf. Legt euch die Zwiebel zurecht. Fangt an, die Zwiebel kleine Schnitt für Schnitt. Und das Allerwichtigste ist, die Zwiebel nicht ganz durchschneiden. Das ist das Allerwichtigste, damit die Zwiebel schön zusammenhält. Okay, ihr seht, ich nehme mein Messer, setze es an, schneide schön nach vorne durch, aber ich achte darauf, dass die Zwiebel hinten nicht durchgeschnitten ist. Dann nehme ich meine Zwiebel quer, flache Hand, einmal durchschneiden, je nachdem wie groß die Zwiebel ist, wie klein ihr die Würfel wollt, aber ich schneide es jetzt einmal für euch durch und jetzt seht ihr wieder, ich schneide an meinen Fingern entlang. So besteht nicht die Möglichkeit, dass ich mich schneide und ihr bekommt die perfekten kleinen Würfelchen. Und ihr seht schon, ihr könnt den Test machen, meine Augen tränen nicht. Und ich sag euch warum. Ich glaube, dass es daran liegt, dass das Messer wirklich stechend scharf ist. Den Rest von der Zwiebel fangen wir an, in einer kleinen Hacktechnik bis zum Ende durchzuhacken. Und wie ihr seht, habt ihr perfekt kleine Zwiebelwürfel. Jetzt zeige ich euch noch eine Variante. Ein kleiner Trick noch dabei. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Also die Enden sauber abschneiden, die Zwiebel schön ein bisschen einschneiden, anfangen die Schale vorsichtig mit dem Messer, wirklich ein bisschen vorsichtig, abzupellen, bis die ganze Schale schön runter ist. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Und wenn ihr sagt, es klappt nicht mit meinem Messer, dann der gute Trick, Zwiebel kurz in Wasser, kaltes Wasser, bisschen drin lassen, bisschen abwarten und dann hat die Zwiebel auch weniger Chance, euch in den Augen zu brennen. Wir nehmen unsere Zwiebel raus, schauen, dass alle Schalen weg sind. Wir schneiden unsere Zwiebel wieder durch. Ihr seht schon, ich halte mit meiner Hand eine, mit dem Daumen die eine Seite, mit den anderen Händen die zweite Seite. Wir legen unsere Zwiebel wieder hin, so. Wir fangen wieder an, mit dem Messer an den Fingern entlang zu schneiden. Versuchen schöne gleichmäßige Spalten
So, meine Zwiebeln sind hinten nicht durchgeschnitten. Wir nehmen die flache Hand, auch nicht durchschneiden. Jetzt habt ihr die Zwiebel, hat noch eine schöne Festigkeit und ihr könnt schön langsam, je nachdem wie groß ihr die Würfel wollt, anfangen eure Zwiebeln runter zu schneiden. Und ihr seht schon, mit ein bisschen Übung klappt es wahrscheinlich bei euch ganz, ganz schnell, dass ihr auch so sehr schöne kleine Zwiebelwürfelchen habt. Okay, Leute, ich erkläre es euch nochmal. Je schärfer das Messer ist, also das ist meine Theorie, desto weniger Tränen werdet ihr vergießen beim Zwiebelschneiden. Ich vergleiche das immer, wenn ihr zum Piercer geht, beim Piercer, der Piercer kommt mit so einer scharfen Nadel und sticht euch den Piercing rein, dass ihr das Fleisch, außenrum euer Fleisch, ganz wenig verletzt. Also eine klare Schnittkante hat und das gleiche ist bei der Zwiebel. Ich denke, je schärfer das Messer ist, desto weniger Chance hat die Zwiebel, ihre Aromen auszustreuen. Dann müsst ihr weniger tränen lassen. Okay, das war unser erster Küchentrick. Ich freue mich auf euch, seid dabei. Nächste Woche gibt es was Neues. Wir fangen an zu kochen, was ganz Simples. Rührei auf Schwarzbrot. Ihr werdet gespannt sein, wie lecker so ein Rührei sein kann. Ich freue mich auf euch. Eure Dashi vom Jugend- und Kulturellen Strudelbäder in Kronach. Ciao!